Wenn ihr wissen wollt, wie man sich so einen Löthalterständer für die French Cleat und einen Lötzinnabroller selber baut, dann bleibt dran und schaut euch das folgende Video an. Willkommen bei WoE, World of Electronics, dem Elektronik- und Bastelkanal auf YouTube. Heute bauen wir uns einen Halter-Ständer. Das heißt, ich will das so machen wie bei dem Bohrhalter für die French Cleat, dass man den Halter auch hinstellen kann. Und wer meinen Bohrtisch noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch den im Eck oben. Jetzt bohren wir hier mal die 10er Löcher.
ich habe mir das jetzt so gedacht, dass ich das da nehmen kann, auf den Werkbank stellen, da den Lötkolben hinstellen und dann da an der French Cleat da meine Lötanlage bedienen kann. Und danach das wieder schön versorgen kann und das wieder an die French Cleat hängen. Und so habe ich sauber aufgeräumt. Da habe ich mir sogar noch einen Dübel gemacht, wo man dann das Kabel hochhängen kann, damit das da nicht so runterhängt. Und jetzt bin ich über eure Kommentare sehr, sehr gespannt. Und jetzt als allerletztes, ich hätte es bald wieder vergessen, brennen wir uns da und da noch unser Logo mit dem Brennstempel hin. Ich verlinke euch den mal da oben im Eck. Den habe ich auch selber gebaut. So, das war's nun mit meiner Löteinrichtung. So, das war's nun mit der Lötstation für die French Cleat mit Ständer und Halter. Jetzt hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wer mich noch nicht abonniert hat, abonnieren kann man mich da im Eck. Und jetzt sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Freitag, euer Urs.